Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel-, Strategiespiel- und Zwergenfreunde zu Spellforce, Shadow of the Phoenix. Gut. Ich wollte eigentlich zuerst zum Zirkusmeister den Irrfit auslösen, aber ich habe mir gerade überlegt, das ist wahrscheinlich besser. Erst einmal die Flugmünzen-Quest zu machen. Ja, und keine Ahnung, was Uru für eine Bedeutung hat, außer dass er rumsteht. Ich habe eine Fluchmünze. Ah, werft sie hier in den Beutel, ja? Ich fasse sie besser nicht an. Ihr wisst schon, warum. So, jetzt noch ein paar Steine dazu, damit es schön schwer wird. Unsere kleine Geldlieferung ist fast fertig. Jetzt müssen wir aber noch etwas von eurem Gold dazu tun, damit es ordentlich klimpert im Beutel. 50 Gold sollten reichen. In Ordnung. Hier sind 50 Gold. So, damit sollte es sich jetzt wie ein echter Sack voll Gold anfühlen. Erstaunlich. Obwohl ihr doch nur 40 Gold hineingelegt habt. Nennen wir es Bearbeitungsgebühr. Ein Mann muss doch überleben. Ich gönne es euch ja. Danke für eure Hilfe, Flink. Gern geschehen. Nehmt diesen Goldbeutel mit der verfluchten Münze und bringt ihn dem Eintreiber. Ihr müsst ihm den Beutel irgendwie andrehen. Aber das sollte nicht allzu schwer sein. Ja. Wir haben den Beutel mit der Münze erhalten. Da ist er. Schutzgeld. Bringt Bongo in der Unterstadt den Beutel. Bringt den Münzbeutel zum Bongo. Ja. Bongo ist ja hier drüben. Das heißt, wir reisen wieder zum Zirkusviertel. Und ja, Tomi geben wir ihre Sachen sehr zum Schluss. Hey du, was starrst du mich denn so an, hm? Wenn du Ärger suchst, bist du bei Borgo genau richtig. Borgo macht das Leuten wie dir, Kleinholz. Aber Borgo muss sich jetzt erst um seine Kunden kümmern. Also sieh zu, dass du Land gewinnst. Ich habe das Schutzgeld für euch eingetrieben. Was? Du? Ja, ich habe an den beiden ein Exempel statuiert. Ein Exe, was? Naja, wie auch immer. Du hast das Geld? Hier, ein Beutel voller Gold für euch. Gute Arbeit. Du wirst Borgo doch nicht das Geschäft verderben, oder? Naja, wie auch immer. Hier, nehmt euren Anteil. Niemand soll sagen, Borgo wäre nicht fair. Ja, 50 Gold erhalten. Also gerade das Geld wieder zurückgekriegt. Was bei allen heulenden Sandteufeln ist jetzt los? Verdammte Zauberei! Ja, Borgo ist jetzt klein. Nun, wie fühlt ihr euch in eurer neuen Form? Witzig! Sehr witzig! Hinterhältiges Aas! Mach, dass es wieder aufhört! Los! Ich fürchte, ihr müsst euch daran gewöhnen. Der Koboldfluch hält so lange, wie ihr finstere Gedanken habt. Ja, toll! Wie soll Borgo jetzt seine Arbeit machen, hä? Niemand wird Borgo mehr ernst nehmen, so klein! Verflixt nochmal! Ich schätze, Borgo wird sich eine neue Arbeit suchen müssen. Neue Arbeit? Du meinst richtige Arbeit? Oh, mir wird schlecht. Verflixt und dreimal verflixt, elender Bastard, elender. Ja, hat ihn auf jeden Fall intelligenter gemacht. So, jetzt können wir den Irrfit befreien. Ah, hereinspaziert, guter Freund. Ich habe diese mechanische Kreatur für euch. Tatsächlich? Was für ein kurioses Geschöpf. Was es wohl frisst? Ich glaube, er ist nur eine Puppe ohne Leben. Er scheint weder Futter noch Schlaf zu brauchen. Perfekt. Dann muss ja nicht einmal sein Käfig gereinigt werden. Jetzt lasst den Irrfit frei.
Ja, natürlich. Der ist schon ganz aufgeregt. Ich denke, er spürt, dass etwas vor sich geht. Er wird bestimmt hoch zum Dryadenhain laufen, so wie ich ihn kenne. Ja, gut. Also, Schutzgeld. Müssen wir nur noch den beiden Jungs Bescheid sagen. Oh, was habe ich jetzt sortiert? Alles in Ordnung, noch gut. Ah ja, die Banksiegel kann ich jetzt als nächstes loswerden. So, Siegel einsetzen. Ein Klicken ertönt hinter der Wand. Ihr habt scheinbar einen Teil der Mechanik des Alarms ausgeschalten. Ich kann mir das mal kurz angucken. Eine Alarmglocke ist hier angebracht. Ein goldener Hammer an der Glocke wird scheinbar durch ein Gewirr von Zahnrädern betrieben. Er könnte jederzeit Alarm schlagen. Ja. Wenn ich jetzt den noch in meinen mache, eine Öffnung, Siegel einsetzen... So. Ja, eine Alarmglocke ist hier angebracht. Ein goldener Hammer der Glocke wird scheinbar durch ein Gewirr von Zahnrädern betrieben. Könnte jederzeit Alarm schlagen. Nein. Fragen wir mal, was mein Schatzbrief mittlerweile wert ist. Ob er schon wertvoller geworden ist überhaupt. Ah. Wie viel ist mein Schatzbrief inzwischen wert? Euer Schatzbrief ist jetzt 6.400 Goldstücke wert. Okay, ist ja schon mal was. So, in diesem Stein befindet sich eine Öffnung. Siegel einsetzen. Ein Klicken ertönt hinter der Wand. Ihr habt scheinbar einen Teil der Mechanik des Alarms ausgeschalten. Bin halt neugierig. Oh, jetzt ist dieser Alarm deaktiviert. Eine Alarmglocke ist hier angebracht. Der goldene Hammer, der die Glocke schlägt, ist durch einen Riegel blockiert. Der Alarm ist ausgeschalten. Ja, aber ich will auf Nummer sicher gehen und erst... Also man sieht es hier schon, die Leuchte ist ausgegangen, die da noch nicht. Ja, Öffnung, Siegel einsetzen, Alarm ausgeschalten. Genau, jetzt wurde auch das hier. Und haben wir die Mission jetzt schon abgeschlossen, die Quest? Ja, die vier Siegel der Bank sind abgeschlossen, okay. Also, Alarmglocke ist angebracht, ist durch einen Riegel blockiert. Der Alarm ist ausgeschaltet, den Hebel umlegen. Der Hammer wird durch den Riegel gehalten, der Alarm bleibt stumm. So, eine Alarmglocke ist hier angebracht. Der goldene Hammer, den Hebel umlegen. Ja, der Alarm bleibt stumm. Hi, Jungs. Lass mal sehen, was habt ihr hier? Ein Blutband, hm. Sollte eh mal gucken wegen Ringen. So, Steintafeln. Ein Handauflegenzauber, ein Fernkampfbogen. Also 19er Bogen, Fernkampfbogen. Alle Bögen sind Fernkampfbogen. Adamantgewebte Hose. So. Dann gehen wir mal hoch zum Bazar, kaufen drei Mörser, verkaufen ein bisschen Zeug. Ich habe jetzt mittlerweile 12 von 13 Münzen. Ja. Das Herz will ich verkaufen. Den Schlüssel für den Hintereingang kann ich wegwerfen.
Also kann ich die Steintafeln erstmal hier hin sortieren. So. Ja, das Ding würde ich gerne benutzen. Wobei es nur gering stärker ist als der H7-Säbel, aber es ist halt wieder ein Schwert. Und er heißt Weltenricht. Der Stahldämon ist ja noch geiler. Also, ja gut, er ist eine leichte Waffe. Macht dementsprechend etwas weniger Schaden, aber... Ja. Gut, rede ich mit Wiesel oder Sansabar? Ich will mal gucken, dieses Mal, was die beiden mir geben, deswegen habe ich gespeichert. Oh, Grüße, Freund! Borgo wird euch nicht mehr belästigen. Wundervoll! Was habt ihr getan? Ich habe ihn verflucht. Er ist keine Gefahr mehr. Dann ist es wahr, was man sich erzählt? Er ist nun ein Winzling? Ja, ihn wird so schnell keiner mehr ernst nehmen. Jetzt muss er sich anständige Arbeit suchen. Ihr habt weise gehandelt. Ich möchte euch dies geben als Anerkennung. Lebt wohl. Okay, 100 Gold von ihm. Questbuch wurde aktualisiert. Ja. Das war jetzt die zankenden Händler. Ne, das Schutzgeld war das. Jetzt gucken wir mal kurz, was der andere uns gibt. Vielleicht einen Gegenstand oder so. Ich weiß es nämlich nicht genau. Grüße, Freund. Borgo wird euch nicht mehr belästigen. Wundervoll. Was habt ihr getan? Ich habe ihn verflucht. Er ist keine Gefahr mehr. Dann ist es wahr, was man sich erzählt? Er ist nun ein Winzling? Ja, ihn wird so schnell keiner mehr ernst nehmen. Jetzt muss er sich anständige Arbeit suchen. Ihr habt weise gehandelt. Ich möchte euch dies geben als Anerkennung. Lebt wohl. Ja, auch 100 Gold. Also kein Unterschied. So, jetzt haben wir... Oh, ich kann jetzt sie benutzen auch. Das ist ja auch ganz praktisch. Also, sie austauschen. Sie kann alles auf 16. Also gebe ich hier mal so einen und ich mag den Stahlfeuer irgendwie. Kriegt sie so ein. Oh, oder sie kriegt die Sternklinge hier drüben. Das ist noch besser. Mag ich jedenfalls lieber als die Säbel. Wobei sie nachher eh wahrscheinlich den Stab kriegt. Und die goldene Wehr, ja. Jetzt kriegt sie die grüne Rüstung. Glänzende Beinlinge. Jetzt fehlt nur noch der grüne Helm dazu. Das ist zwar kein Set, aber es sieht aus halt wie ein Set. Also ja, eigentlich ist es das leichte Kriegskunst 16er Set. Stärke, Wendigkeit. Den Intelligenzring, den sollte ich eigentlich jemandem hier geben. Ja, du kriegst den Intelligenzring. Und du kriegst... Ja, roter Glanz ist schon mal nicht schlecht mit Geschicklichkeit. Ja, komm, kriegst noch einen roten Stern. So. Ist sie schon mal auch ausgerüstet. Das heißt, wir können die beiden Runen auch verkaufen. Können die paar Zauber verkaufen und kaufen uns dann noch Mörser. Ach ja, und das Herz verkaufen. So, du kaufst Leben.
Du. So, du. Was? So. Na, also, du kaufst Elementar, haben wir allerdings nichts. Du kaufst... Ah, du verkaufst Mörser. Also erstmal das Herz verkaufen und den Mörser kaufen.